Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf Dio Minecraft. Soeben ist eine neue Minecraft-Version rausgekommen und es gibt einen neuen Command-Block-Eingabe und wenn man dann jetzt den Command-Block aktiviert, dauert es nicht lange, er fängt an zu rauchen und bumm, geht in die Luft. Ist das mal nicht eine geile Sache? Nein, Spaß, das war ein Witz. Ich habe einfach einen TNT-Block darunter gesetzt. Heute geht es weiter mit unserer Command-Block-Reihe. Wie programmiere ich mit Command-Blocken? Es ist immer noch in der Rubrik Beginner, das heißt, ich zeige euch alle Grundlagen. Letzte Mal haben wir kennengelernt, wie man den Tag verändert, es Nacht macht und ich bewaffne mich immer mit Command-Block und Knopf, speichere das Ganze mal links ab, damit wir das immer wieder aufrufen können, denn heute lernen wir ein paar neue Befehle. Zum Beispiel können wir jetzt auch eingeben Weather Clear und Weather Rain. Ich glaube, was das macht, erklärt sich von alleine. Schlick auf, oder was auch immer. Weather Rain lässt es regnen, Weather Clear sorgt dafür, dass das Wetter wieder so sonnig ist wie vorhin. Dann kommt die Sonne wieder zurück, da freut man sich, die Sonne geht auf. Ja, gut, was kann man denn jetzt noch Feines mit den Kommandoblöcken machen? Es gibt viele verschiedene Eingaben, und zwar würde ich jetzt euch einmal dies hier vorstellen. Add P, Add R, Add A, was bedeutet das überhaupt? Wir fangen erstmal an mit einer simplen Eingabe. Say, und dann sagen wir jetzt einfach mal Hello World. Das macht man immer in der Informatik. Hello World. So, wenn der Command-Block jetzt aufgerufen wird, sehen wir, Add sagt Hello World. Ruft er das Ganze auf dem Server aus, würde jetzt hier stehen Server Hello World. Ja, aber was ist, wenn ich jetzt möchte, dass der Command-Block jemand anderes heißt? Ihr seht es sicherlich ab und zu Map oder bei mir, da steht kein Add, da steht jemand anderes. Name. Da nehmen wir uns den guten alten Anvil, ein guter Freund, setzen den Command-Block hier rein und nennen ihn Notch. So, Notch, Marcus Persson, der Erfinder, der Vater von Minecraft. So, Notch stellen wir jetzt hier hin, unser Command-Block heißt Notch und Knopf vor und jetzt say, na, du, ganz schwul. So, Rechtsklick und wir sehen, Notch sagt zu uns, na du, oh mein Gott, Notch is in my world. Hello everybody. Ja, ist er natürlich nicht, ist dieser Kommandoblock. Ich würde empfehlen, dann den Kommandoblock wegzuwerfen, denn mit benannten Kommandoblöcken kann man einige Befehle nicht ausführen. Mausradklick auf den Kommandoblock und wir erhalten ihn. Ihr könnt jeden Mausradklick auf den Block machen und ihr erhaltet den. Das ist beim Bauen sehr leicht. Ich baue Dirt, ich baue Anvils, ich baue Kommandoblöcke. Also, wie man sieht, Mittel-Rausradklick, für die, die es noch nicht kennen, praktische Sache. So, jetzt kann ich natürlich auch sagen, say Hello und dann jetzt mein Spielername, The Minecraft. Oh, ich schäme mich vor dem Command-Block, drücke drauf und hier steht Hello, The Minecraft. Gibt es denn jetzt auch eine Möglichkeit, dass dort ein anderer Spielername steht, ohne dass ich das immer ändern muss? Yep. Dafür nehmen wir Add P, Add R, Add A. Das ist eine sogenannte Variable. Oh, schon wieder so ein Informatikbegriff. Sofort notieren in euer Hallo, nicht Hallo, in euer Vokabelheft. Ich frage nächste Stunde ab, ja? Wenn eine 5 schreibt, kommt nicht weiter. So, und zwar bedeutet Variable, dass dieses ersetzt wird. Das heißt, wenn ich jetzt eingebe add p, wird da, oder ich gebe jetzt erstmal ein add u. Juhu. Ich drücke Dings und wir sehen hello add u. Hm. Wenn ich aber jetzt eingebe add p, wird add p ersetzt durch den nächsten Spieler zum Kommandoblock. Ich drücke hier drauf und hello the Joe Minecraft steht da jetzt. Würde ich jetzt Pipikaka heißen, stände da auch hello Pipikaka in diesem Fall. Ich heiße aber nicht Pipikaka, ich habe mir meinen Namen gut überlegt. Ja, wieso the Minecraft? Ich wollte mich erst Minecraft nennen, das war stumpf. Dann wollte ich mich Yo Minecraft nennen, gab's schon. Und ja, letzten Endes da the Minecraft. Pff. Wie dem auch sei, hello the Minecraft. Dann gibt es noch add r, so add r, hello the Minecraft, hello the Minecraft, add r. Macht nichts anderes, als irgendeinen Spieler zu nehmen. Da ich aber der einzige Spieler gerade bin in dieser Singleplayer-Map, macht das nicht sonderlich viel Sinn. Bei Multiplayer-Maps macht das natürlich viel mehr Sinn, obwohl ich mich frage, wozu braucht man diesen Kommando? Diesen Kommando braucht man, add R braucht man fast nie. Und add A, hello the Minecraft, add A ist ein bisschen schwierig bei say. Add A steht für jeden Spieler auf dem Server. Bei Hello, Add A, ich glaube, wenn mehrere Spieler drauf sind, sucht er sich auch wieder einen aus. Add A braucht man aber manchmal. Also Add A wird ersetzt durch jeden Spieler, der auf der Map ist. Alle. Können wir uns merken. P ist der nächste. Add P. Add R ist random irgendein. Und Add A ist jeder. Damit das erstmal geklärt wird, das ist schon eine feine Sache. So, dann können wir natürlich auch Tell machen. Tell, dann in diesem Fall erstmal The Minecraft und dann Nadu. Ja, ich hab's mit dem Nadu heute. So, aktivieren wir mal durch den Redstone-Fackel und add the whispers to you, Nadu. Ja,
Das kann man auch auf Deutsch stellen. Mache ich jetzt nicht, dann steht dort, der Command-Block sagt zu dir, na du, oder wie auch immer. So, auch hier können wir wieder zurückgreifen auf @p. Was ich übrigens letzte Stunde nicht erwähnt habe, ist, dass wir uns nicht nur um die Command-Blocke bemühen, sondern auch ums Scoreboard. Das ist allerdings bei fortgeschritten und etc. Naja, damit wären diese Fronten mit @ geklärt. Aber wir können auch was Feineres machen. Erstmal sollten wir uns einen Command-Block nehmen. Wie gesagt, jetzt sollte er nicht benannt sein, denn wenn ein Command-Block jetzt benannt ist, wie Notch oder so, würde der nächste Befehl, den ich euch jetzt zeige, nicht funktionieren. Und zwar den GIF-Befehl. GIF dann dem nächsten Spieler, @p, oder ihr könnt auch einen Namen reinschreiben, macht aber keinen Sinn. @p, so was geben wir mir denn? Ich bin RedstoneFleak, 331. 331. Und wie oft? Einmal. So, jetzt, wenn dieser Kommandoblock aufgerufen wird, ich nehme jetzt mal ein bisschen Gadget hier aus meinem Inventar, braucht man immer. Wenn der Kommandoblock aufgerufen wird, kriege ich Redstone. Und wenn er ganz oft aufgerufen wird, bekomme ich viel Redstone. Und wenn ich jetzt so ein Idiot bin und daneben eine Clock baue, die so rasend schnell von sich läuft, dass sie, ja, wie man sieht, super schnell ist, dann bekomme ich sehr, 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 sehr viel Redstone. Yay! Möchte ich aber nicht. Ja, das ist der GIF-Command. Lässt sich auch noch variieren, zum Beispiel bei Maps. Maps haben ja sogenannte Unter-IDs. Oder nehmen wir mal ein Splash Potion. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Normalerweise funktioniert das nie, wenn ich jetzt improvisiere im Video. Ich improvisiere nämlich gerade. So, der ID, das wird mir jetzt dank, wie heißt das Programm? In VEdit angezeigt. Wenn ihr das allerdings nicht wisst, welche ID das hat, zum Beispiel Stein hat immer die ID 1 bei... Wegen diesem Programm steht das jetzt noch rechts zu nehmen. Bei euch wird das nicht da stehen, welche ID die haben. Dann geht auf Google und gebt dort ein Minecraft-Datenwerte. Dann gelangt ihr auf Wikipedia und dort findet ihr eine Übersicht, wie alle Dinger heißen. So, Regeneration hat 373. Das heißt, ich möchte jetzt gerne 373 haben. Und jetzt nicht erschrecken, was passiert. Ich bin schon ganz aufgeregt. Ich erhalte eine Wasserflasche. Wie so eine Wasserflasche, ganz simpel. Es gibt noch eine Unter-ID. Vielleicht seht ihr neben dem 373, da kann ich jetzt nicht mit der Maus hin, sonst wird das verschwinden, Doppelpunkt 8193. Das müssen wir auch eindefinieren. Das heißt, 373 einmal und jetzt 8193. Geben wir hinten ein und jetzt bin ich echt gespannt. Ich gebe es und ich erhalte eine Potion of Regeneration. Das ist nämlich die Sub-ID. Vokabelheft, aufschlagen, einschreiben. Sub-ID von Minecraft ist das, was da hinten dran ist, oder auch der sogenannte, heißt es Suffix, genau, Suffix, sagt, welchen Wert dieses Item hat. Ich möchte eine Wasserflasche mit dem Wert 8193. Da gibt es natürlich verschiedene Werte und, ja, wunderbar. Manche Items haben das, manche Items haben das nicht. Ein Block hat das zum Beispiel nicht, aber Wolle hat das zum Beispiel. 35 ist Wolle, 35 1 orangene Wolle und wer jetzt gedacht, 35 15 schwarze Wolle. Genauso auch mit den Claystones oder mit den Quarzblöcken. Quarzblock verändert, Quarzblock noch mehr verändert. Oder den Stairs oder den Slabs oder den Stonebricks. Ach, da gibt es eine ganze Menge Blöcke. Oder die, nee, Irons haben nicht. Was haben wir denn noch da Feines? Genau, Blätter. Saplings, ansonsten habe ich erstmal gerade nicht so viel. Natürlich, wie gesagt, es gibt diese ganzen Sub-IDs, da könnt ihr eine ganze Menge mit anfangen. Das sehe ich auch schon jetzt gerade von der Uhr her, war es leider schon für dieses Video. Oh ja, ich weiß, ich bin so ein toller Lehrer. Wir sehen uns dann in der nächsten Stunde und dann geht es weiter. Ciao, Leute. Ja, es ist jetzt vorbei. Ihr könnt das Video ausschalten. Okay, einmal noch, weil ihr seid. Und bumm. Juhu.